Hallo, guten Abend. Mein Name ist Lisa Bosse. Ich bin die Direktorin hier von Blaine Southern und freue mich sehr, dass Sie heute Abend so zahlreich erschienen sind. Es ist ja echt toll für Berliner Verhältnisse. Wir haben fast alle Sitze voll bekommen. Uns gibt es jetzt seit 5 Jahren hier in Berlin und diesen Anlass wollten wir nehmen, eine Podiumsdiskussion zu veranstalten zum Thema Kunstmarkt Berlin. Ich möchte auch hier meine Gäste ganz herzlich begrüßen und möchte eigentlich auch gleich abgeben an die wunderbare Mareike Dittmer, Publisher von Freeze.de, die heute Abend diese Runde moderieren wird, worauf ich mich sehr freue. Und bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen viel Spaß zu wünschen. Im Anschluss gibt es noch einen Schluck Wein und vielleicht können dann die einen oder anderen Gedanken noch weitergeführt werden. Sie können sich noch die Ausstellung angucken. Und ja, ich freue mich sehr. Mareike, an dich. Dankeschön. Hallo, schönen guten Abend. Das fühlt sich aber komisch an. Ich begrüße Sie herzlich und als erstes will ich natürlich mich gerne bedanken bei der Galerie Blaine Southern, dass Sie uns heute Abend die Gelegenheit geben für die Diskussion. Und ich würde eine kurze Vorstellung des Podiums machen, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen. Vielleicht einfach der Reihe nach. Da drüben Dr. Harriet Häusler. Ist seit 7 Jahren selbstständige Dozentin, Autorin und Coach an der Freien Universität Berlin, der Universität Hamburg und dem Berliner Campus der Bakhisehir. Ist das jetzt an? Können Sie mich hören? Ah ja, genau, jetzt ist gut. Sie war zuvor Geschäftsführerin der Griesebach-Galerie und Expertin für zeitgenössische Kunst dort und für mehrere Jahre Mitinhaberin der Galerie Upstairs Berlin. Mittlerweile aber auf die Lehrtätigkeit beschränkt und Expertin für das 20. und das 21. Jahrhundert. Vielen Dank. Joelle Romba ist seit 2015 Director Sotheby's Berlin und Expertin für zeitgenössische Kunst. Das nach einem Intermezzo mit der eigenen Kunstberatung, weil eigentlich warst du schon seit 1998 bei Sotheby's. Du bist auch Mitbegründerin von A Private View und da unter anderem wirkst du mit einer Ausstellung für internationale Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst. Zum Beispiel The Moment I Became a Collector. Und sie war im Auftrag renommierter Kunstmessen wie dem Art Forum, der ACO in Madrid und auch der Freeze unterwegs. Julia Wallner ist Direktorin des Georg-Kolbe-Museums hier in Berlin und hat dort seit 2013 Ausstellungen wie Farbe, Raum, Farbe und René Sintenis, Berliner Bildhauerin, kuratiert. Im vergangenen Jahr mit der ersten Retrospektive von Ans Arp, der Nabel der Avantgarde, hat sich das Haus zum ersten Mal auch einem breiteren Publikum geöffnet. Und derzeit ist sie vor allem Bauherrin, weil das denkmalgeschützte Gebäude wird saniert und für die Wiedereröffnung vorbereitet, die im Juni stattfinden wird, mit einer großen Ausstellung in Kooperation mit dem Musée Rodin. Und der Herr auf dem Podium ist Pascal Decker, Rechtsanwalt. Und seit 2004 verwirklicht er seine Vision einer Kanzlei für Kunst- und Kulturberatung. Die DTB-Rechtsanwälte, deren Denken, die unternehmerisches Denken und Konzentration von auf Problemlösungen als Schwerpunkt ihres Handelns für Kunden, vor allen Dingen Kunst- und Kulturbetrieb, von ihrer Webseite, da kommen wir noch zu. Wichtig in unserem Zusammenhang ist wahrscheinlich, dass du seit 1991 der Vorsitzende im Vorstand der Freunde des KW warst, der Aufsichtsratsvorsitzende. Nicht 91, genau, seit 97. Genau. 97. Mhm. Dann Aufsichtsratsvorsitzender der temporären Kunsthalle. Und im Moment geschäftsführender Vorstand der Stiftung Brandenburger Tor, in Nachfolge von Monika Grütters. Und auch da versuchst du zunehmend, den Berliner Kunstmarkt zum Thema zu machen. Mhm. Das als kurze Einführung. Also alle der hier Versammelten sind seit mehreren Jahren in Berlin im Kunstmarkt unterwegs, wobei da eigentlich schon der Einstieg kommt, dass in den Vorgesprächen auch wir alle eigentlich dazu tendieren, nicht vom Kunstmarkt zu sprechen, sondern von der Kunstwelt. Wir bewegen uns in der Kunstwelt im Unterschied zur Musikindustrie, zur Filmindustrie, zum Finanzmarkt. Und meine Einstiegsfrage an euch alle wäre eigentlich aus einer persönlichen und auch aus einer professionellen Sicht zu darzustellen, wie seit dem Aufstieg von Berlin zur Kunststadt seit den letzten 20, 25 Jahren sich möglicherweise da was verändert hat, eben in der Bewegung von Kunstwelt zu Kunstmarkt. Ja oder nein? Wie seht ihr das? Wer möchte anfangen? Joelle? Also gut, ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe hier Kunstgeschichte studiert und bin damals
zu den Galerien gegangen, nach Mitte, in die Auguststraße, in die Linienstraße, habe gesehen, wie junge Leute, die vielleicht 2-3 Jahre älter waren als ich, schon dem Studium entronnen waren und ihre Galerien angefangen haben zu unterhalten. Und das war meistens ein Hand-in-den-Mund-Geschäft. Die haben an internationale Positionen geglaubt, die heute einen internationalen Rang haben, einen Weltrang haben. Aber damals waren es auch junge Künstler, deren Karrieren aufgebaut werden mussten. Und wenn man heute diese Galerien sieht, ich muss jetzt keine Namen nennen, aber ein paar kann ich vielleicht nennen, wie Neuge Riemschneider, Galerie Neu, Eigen und Art. Sie haben alle maßgeblich dazu beigetragen, dass Berlin als Kunststadt wahrgenommen wird, international. Da hat sich schon was verändert. Also damals war es eher Experimentiercharakter, also man hat es einfach versucht, man hat auch mit den Kunstwerken, da kannst du vielleicht mehr erzählen, Pascal, die Kunstwerke waren ja eigentlich auch eher ein Laboratorium am Anfang und das war, die haben einfach eine, ich glaube, es war auch eine Seifenfabrik, die dann einfach umgebaut. Margarine. Wie bitte? Margarinefabrik, genau, die umgebaut worden ist und dann hat man experimentelle Ausstellungen gemacht. Man wusste nicht so richtig, wie man sich von heute auf morgen finanziert und auf einmal wird es eine Institution. Vielleicht kann ich ja dann gleich anschließen. Also ich fand man kann schon verschiedene Phasen des Marktes unterscheiden in Berlin und die 90er Jahre waren natürlich eine sehr wilde und sehr wichtige Phase, die eigentlich erst den Ruf von Berlin als Kunststadt so verfestigt hat. Vorher war Berlin schon mal sehr wichtig als Kunststadt, das war aber Anfang des 20. Jahrhunderts bis so in die 30er Jahre hinein vielleicht und in der Nachkriegszeit hatte es auch seine Phasen, in denen es Bedeutung hatte, aber so richtig angefangen zu boomen hat es in den 90er Jahren und es war diese Gemengelage in Ostberlin, wo sehr viel noch offen war, so sehr viel möglich schien, sehr viel möglich war. Es gab ja auch eine sehr starke Unterstützung durch eine sehr bestimmte, eine einzelne Sachbearbeiterin der Wohnungsbaugesellschaft Mitte. Die ist mittlerweile nicht mehr da, aber die hat sehr viel möglich gemacht und die hat auch die Kunstwerke möglich gemacht und die Kunstwerke waren wiederum wirklich Katalysator für diese ganze Entwicklung, weil viele der Performances, viele der Ausstellungen, die damals den Ruf langsam begründet haben von den Künstlern, die heute Rang haben, wie du es genannt hast, Joel, die hatten ihre ersten Auftritte, ihre ersten Schritte dann auch in den Kunstwerken. Und das war eine Phase und die kulminierte, glaube ich, in so einer Art Boom oder Hype. Darüber wurde ja auch sehr viel geschrieben. Ja. Das war dann schon nach der Jahrtausendwende. Der einige Jahre anhielt, weil immer mehr international bedeutende Künstler nach Berlin kamen, die schon bedeutend waren, als sie herkamen. Und das hat natürlich die Neugierde nochmal zusätzlich angefacht, dass plötzlich Menschen nach Berlin kamen, die weltbekannt waren und die sagten, wir wollen nicht in New York oder nicht in London leben, sondern wir entscheiden uns bewusst für ein Leben in dieser und arbeiten, wie es immer heißt, leben aber und arbeiten in dieser Stadt. Hat es auch den Markt hierher gebracht? Nee, genau. Und das war, glaube ich, das, worüber ich gerne heute am liebsten und am meisten sprechen würde, aus meiner Sicht. Ich glaube, es wurde dann immer wieder gesagt, der Hype wird nicht ewig anhalten und tatsächlich wird jetzt viel geschrieben darüber, ob das auch schon wieder weiter wandert und L.A. wird jetzt genannt und viele andere Plätze wahrscheinlich auch. Aber die Frage ist, was bleibt und wie können wir sozusagen dahrhaft eine Infrastruktur schaffen, um als Kunststadt, und zwar meine ich auch bewusst und selbstbewusst Kunstmarktstadt, auf der internationalen Landkarte bestehen zu können. Und wen siehst du da als die Spieler sozusagen, die da eine große Rolle spielen, neben den Galerien und den Sammlern? Also die Galerien sind natürlich ganz eminent wichtig, vor allen Dingen, wie Joel gesagt hat, ohne Galerien findet ja auch keine Marktentwicklung statt. Das ist, glaube ich, nach wie vor der Fall. Sammler spielen auch eine große Rolle. Ich glaube, mit Sammlern stehen wir auch gar nicht mehr so schlecht da, vielleicht wie vor 5 bis 10 Jahren, weil viele Sammler aus dem süddeutschen Raum, aus Westdeutschland ja auch sehr stark sich nach Berlin zumindest als Zweitwohnsitz oder spätere, also als Zweitwohnsitz orientiert haben. Aber ich finde es spannend, darüber nachzudenken, welche neuen Geschäftsformate es gibt, die mit dem Kunstmarkt zusammenhängen. Zum Beispiel der Bereich der Dienstleistungen. Darüber können wir vielleicht gleich noch in Detail sprechen, weil ich möchte jetzt nicht so ein langes Eingangsstatement machen. Aber ich würde vielleicht auch nochmal von gerade die museale Seite da auch nochmal mit einbeziehen, weil die natürlich gerade auch in Berlin immer eine sehr besondere Rolle auch gespielt hat. Einerseits mit, wie wir wissen, nicht riesen Ankaufsetat verglichen mit anderen Städten, sondern eigentlich wirklich nur in der Programmwirkung dann Einfluss nehmen kann oder
daran teilhaben, wie ist das? Ja, also vielleicht nochmal so dieser Blick auf die Kunstszene Berlin, den ich doch ganz wichtig fand. Also ich kam Ende der 90er Jahre nach dem Studium nach Berlin und ich habe in der Zeit studiert, das ist ja noch nicht so lange her, als es an den Universitäten immer noch Professoren gab, und zwar gar nicht so wenige, die gesagt haben, 1910 hört die Kunstgeschichte auf. Und das war ein Phänomen, das sich sozusagen fortgesetzt hat. Es gab zum Beispiel ja auch eine ganz klare Hierarchie sozusagen, wo geht man hin mit der Kunstgeschichte? Entweder man bleibt an der Uni, das war so die Königsdisziplin, ganz bestimmt. Und dann gab es natürlich die Möglichkeit, ins Museum zu gehen. Ein Ausstellungskatalog, wurde viel diskutiert, ob das eigentlich zitierfähig sei in einer wissenschaftlichen Arbeit. Also so ist dann schon sozusagen das Denken gewesen. Und ganz am Schluss kam irgendwo der Kunstmarkt, der aber natürlich auch nicht als zeitgenössischer Kunstmarkt wahrgenommen wurde, sondern im Wesentlichen natürlich klassische, moderne und ältere Kunst. Aus der Situation heraus kam ich nach dem Studium nach Berlin, weil ich natürlich wie viele Kommilitoninnen und Kommilitonen von mir die Sehnsucht hatte, an einem Ort zu leben, wo Kunst, zeitgenössische Kunst produziert wird, wo Kunst einen Stellenwert hat, wo es eine Kunstszene gibt. Und das war und ist für mich immer noch Berlin in Deutschland am lebendigsten. Und eigentlich hat mich das auch ein bisschen schockiert, ist zu viel gesagt, aber man ist dann doch so ein bisschen sprachlos, wenn man dann so aus der Provinz hierher kommt und die Vorstellung hat, dass natürlich die Kunst an den Institutionen stattfindet und dann aber feststellt, sie findet ganz andere Wege. Und in der Tat dann auch die Galerien, die dann natürlich eine ganz andere Rolle gespielt haben, als man sich das dann eben im Studium vorher ausgemalt hat, wo tatsächlich, und das teile ich schon die Meinung, dass da natürlich auch viel lebendige Kunst da stattgefunden hat und sich viel entwickeln konnte, sich überhaupt auch diese Künstler-, Künstlerinnen-Szene hier dann auch ausprägen konnte, weil sie auf irgendwas wie einen Markt gestoßen ist überhaupt. Aber das war natürlich auch alles schwierig, das weiß ich schon. Ich bin dann habe dann hier meine Promotion geschrieben, bin nach Wolfsburg gegangen an ein Museum, das sich eigentlich immer daraus begründet hat, dass es eigentlich wie so ein Museum war, das es in Berlin eben nicht gibt, weil es dort immer schon zeitgenössische Kunst gab. Die Sammlung hat von vornherein, hat im Jahr 1968 mit Mario Merz, das war das älteste Kunstwerk der Sammlung, eingesetzt, ein von VW und einer Stiftung finanziertes Museum, das natürlich mit ganz anderen Budgets von vornherein ausgestattet war, was die Sammlung anbetraf und eben das große Glück hatte, vor jetzt 25 Jahren diese Sammlung aufzubauen. Und als ich dort ankam, die erste Ausstellung, die ich dort miterleben durfte, die erste Eröffnung war Neo Rauch, der natürlich am Kunstmarkt in dieser Zeit ein Superstar war, ist er, glaube ich, immer noch. Und unser Direktor die Gäste begrüßte, der Direktor war mit mir ganz neu ans Haus gekommen und begrüßte die Gäste mit, ja, wir sind hier im Museum und wollen jetzt mal sehen, ob eine Position, die am Kunstmarkt so relevant ist, eigentlich fürs Museum auch eine Relevanz hat. Und es war natürlich so ein ja, es war natürlich ein harter Tobak für viele der Anwesenden. Es war die internationale Kunstwelt bei der Eröffnung vertreten, wie sie sonst nie in Wolfsburg ist oder nur zu diesen Eröffnungen. Die fahren dann alle 23:18 mit dem letzten Zug auch wieder heim nach Berlin. Aber halt mal, waren es Sammler, Kuratoren, Direktoren? Alles. Wer war das? Also wer war da? Das würde mich mal interessieren. Es waren also von beiden Zwirners über Jonathan Mese, über Film- und Fernsehproduzenten, die eben Sammler von Neo Rauch sind, über Leipziger Schüler von Rauch. Also es war alles. Ich glaube schon, das ist auch bei den Eröffnungen tatsächlich nach wie vor, aber es ist eben der 23:18-Zug, zeigt dann, wo die meisten am Ende den wir auch alle nehmen. Und ich, als ich jetzt dann wieder zurückgekommen bin, um das nochmal zum Abschluss zu bringen, 2013 nach Berlin und natürlich immer mit Berlin, Wolfsburg ist nur 50 Minuten im Zug, in Verbindung und es auch die ganze Zeit beobachtet hatte, was hier passiert und jetzt an ein Haus gekommen bin, ans Georg-Kolbe-Museum, nämlich am äußersten westlichen Rand der Stadt, das sowohl zeitgenössische Kunst als auch klassische Moderne behandelt und das eben gegründet ist vom in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts am deutschen Markt erfolgreichsten deutschen Bildhauer, der nach in die USA verkauft hat, weil Flechtheim den Grundstein dafür gelegt hat, der mit Kassierer hauptsächlich zusammengearbeitet hat. Also Sie hatten es vorher schon angesprochen, natürlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz wichtige Beziehungen, die da zwischen Handel und Kunst eben auch schon mal bestanden hat. Und Kolbe ist 1947 gestorben und hat seinen Nachlass
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, hat dieses Haus der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und daraus sozusagen erwächst heute das Museum und aus dieser Verpflichtung heraus, dass es eben als Atelierort, als gegründet ist, auch so heute noch funktioniert, finde ich, ist es eben auch heute noch wichtig zu fragen, was ist denn eigentlich die heutige Kunstproduktion in Berlin und da auch diesen Bogen zu spannen. Ich bin ja nicht die Erste, die diese Zeit heute vielleicht auch vergleichen kann mit der Weimarer Republik und mit ihren Voraussetzungen. Auch es gibt, also waren jetzt auch viele Ausstellungen in der letzten Zeit, auch zur Sezession, zum Beispiel im Bröhan-Museum jetzt gerade eine wunderbare Ausstellung zu Ende gegangen. Also es wird, also ich glaube, wir sind da noch nicht am Ende sozusagen, diese Beziehung zwischen den 20er Jahren und heute in Berlin insbesondere aufzuarbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Thema. Darüber hatten wir uns auch eben gerade schon mal kurz unterhalten. Viele Dinge, die Anfang des 20. Jahrhunderts passiert sind, wiederholen sich jetzt. Was ich noch kurz, weil Sie eben auch für Sotheby's arbeiten, es gab ja diesen Boom und Sotheby's hatte ja, wie Sie ja wissen, diesen großen Palais am Festungsgraben in Berlin-Mitte-Zentral ja gemietet gehabt, ja, und hat sich ja dann zurückgezogen. Und es gab diesen großen Boom, wo auch Auktionshäuser versucht haben, eben hier mehr sich zu etablieren. Es ist aber gescheitert. Es ist bis jetzt eine Stadt, die für Künstler, für Galeristen da ist. Es gibt viele Sammler, die hier auch zeitweise herkommen, die auch teilweise ihre Räume, wie Sie ja richtig gesagt haben, im Zweitwohnsitz oder eben auch teilweise öffentlich zugänglich machen. Wir sind aber weit davon entfernt, so etwas im Kunstmarkt-Sinne wie London zu sein. Wirklich sehr weit entfernt. Und das hängt sicherlich auch mit der Historie zusammen. Also was wir hier auch über Berlin sagen müssen, ist, Sie sagen, was hat sich in den letzten 20 Jahren verändert? Gehen wir noch mal 10 Jahre zurück. Was war 1986? 1986 gab es im Osten die DDR mit dem bekannten Coco, ja, wo ja auch viel Kunsthandel unter der Hand passiert ist. Im Westen war West-Berlin eine Insel, die hochsubventioniert gewesen ist. Und aus dieser Situation heraus zu sagen, wir können jetzt gleich unmittelbar an die Zeit die goldenen 20er anknüpfen, das wäre auch wirklich vermessen gewesen. Nach dieser langen, langen Zeit von 1933 bis 1990, wo eine absolute Unterbrechung der Tradition gewesen ist. Und das hatte London nicht gehabt. London mit Sotheby's und Christie's ist seit dem 18. Jahrhundert ein globales Handelszentrum. Es gibt wunderbare Berichte aus dem 18. Jahrhundert, wie also schon auch bei Sotheby's damals Bücherauktionen stattgefunden haben. Bei Christie's wissen Sie selbst, die großen Auktionen und Berichte von Adligen aus dem 18. Jahrhundert. Es war ein Event damals schon gewesen. Ja, das gibt es hier nicht. Berlin war nie am Wasser. Es hatte nicht die Bedeutung gehabt wie London. Ja. Dann eben diese schwierige Situation der Trennung. Das heißt, was man von Berlin auch verlangt hat, dass es innerhalb von so kurzer Zeit, seit 1990, 91, hätte wieder aufholen können, das wäre auch unmöglich gewesen. Es ist schon ganz beeindruckend, dass es diese Galerien gibt, dass es diese vielen Künstler gibt. Also auch da eine kleine Zahl noch nebenbei. Es gibt mittlerweile über 10.000 bildende Künstler, die in Berlin registriert sind, in der Künstlersozialkasse auch eben offiziell registriert sind. Das ist eine sehr, sehr große Konzentration von Künstlern. Und es gibt viele, auch da liebe ich ja Zahlen, viele, ja, ich habe den aktuellen TFAF-Report mitgebracht, also ich war letzte Woche auf der TFAF, ja, und der TFAF-Report über den Kunstmarkt ist eben die umfangreichste Untersuchung des Kunstmarktes, sagt eben auch, dass es eben ein hohes Potenzial an Kapital auch gibt. Es wird nur nicht hier ausgegeben. Ja, es gibt eben nicht hier ein großes Auktionshaus, wo eben diese Millionen umgesetzt werden. Ja. Deswegen ist Ihre Aufgabe eigentlich ganz, ganz besonders wichtig, ja, dass man den Berlin wieder anknüpft, ja, dass man Berlin wieder an den Weltmarkt heranbringt. Aber das wäre Kapital, was von außen kommt, weil wir aus der erwähnten Geschichte heraus nicht notwendigerweise ein ansässiges Kapital aus einem... Genau. Einer breiten bürgerlichen Schicht, die schon seit Familien gedenken. Es wurde ja alles zerrissen. Die großen jüdischen Familien, die ja hier, die es ja gibt, fahren Sie mal durch Dahlem und Grunewald, die ganzen Häuser. Ja. Die waren ja alle da. Ja. Es ist wunderbar, wenn man Flechtheim und wenn man sich ansieht, an wen alles verkauft wurde in der damaligen Zeit, in den 20er Jahren. Sie waren ja da. Sie sind nur alle geflohen. Und jemand, Heinz Berggruen, war eine ganz, ganz große Ausnahme, dass eine solche Person wieder zurückgekommen ist nach Berlin. Und wir haben ja hier das Berggruen Heinz Berggruen Museum, ja. Aber diese Tradition wieder im großen Stile anzuknüpfen, es gibt ja auch also von Paul Rosenberg zum Beispiel, Anne Sinclair, wo wohnt sie? In London. Ja. Warum wohnt sie nicht hier?
Ja. Also mal jetzt so, ist das ein Thema für eure Stiftung? Das ist ein ganz zentrales Thema unserer Stiftung. Ich finde diese Brücke eben auch sehr spannend. Also vielleicht kann ich 2-3 Sätze zur Stiftung selber sagen. Ich denke, viele hier im Haus werden die Stiftung auch kennen. Sie wurde 1997 ins Leben gerufen. Sie sitzt im Max-Liebermann-Haus direkt am Pariser Platz. Damit haben wir sozusagen von Hause aus, das ist zwar ein rekonstruiertes Gebäude, aber wir haben von Hause aus diese Anbindung an genau diese Zeit. Max Liebermann war ja nicht nur ein großer Maler des deutschen Impressionismus, sondern er war eben auch Präsident der Akademie der Künste und er war auch ein Protagonist des Kunstmarktes. Er hat sehr aktiv und sehr gezielt den Kunstmarkt nicht nur beobachtet, sondern auf ihn auch eingewirkt. Er war auch mit Kassierer befreundet, natürlich mit Flechtheim. Er hat wirklich sehr viele Verbindungen zusammengetragen. Sein Haus war auch immer offen. Das war eine sehr gastliche Atmosphäre. So, und daran knüpfen wir schon seit Bestehen der Stiftung an. Wir sind seit 2001 in dem Haus und seitdem macht Monika Grütters immer wieder Ausstellungen, die sich auch mit dieser Epoche auseinandergesetzt haben. Und das haben Peter Klaus Schuster und ich, als ich geschäftsführender Vorstand wurde, auch nicht nur bejaht, sondern eigentlich eher intensiviert. Wir werden jetzt in den Mai-Tagen eine Ausstellung eröffnen, die sich mit Harry Graf Kessler befasst, der auch zu dieser Gesamtsituation des späten Kaiserreiches und der frühen Tage der Weimarer Republik gehört. Der auch ein großer Sammler war, der auch von ihm gibt es ja dieses sehr berühmte Porträt, das der junge Edvard Munch hier gemacht hat, als er wirklich noch weitgehend, also zumindest in Deutschland unbekannt war, aber ich will gar nicht abschweifen. Nur, wir haben uns die Frage gestellt, und das fand ich so spannend an dem, was du gesagt hast, Harriet, man kann die Zeit nicht wiederbringen und das will ja auch keiner. Und trotzdem finde ich, dass es Verbindungslinien gibt, die man zeichnen kann und dass es Schlussfolgerungen gibt für die heutige Zeit. Und das ist das, weswegen wir sagen, ich glaube, du hattest es in der Anmoderation auch gesagt, wir wollen uns mit dem heutigen Kunstmarkt in unserem Haus auch häufiger, intensiver beschäftigen. Wir planen auch für nächstes Jahr ein Forum zum Kunstmarkt am Pariser Platz, also ein Forum, das nicht nur bei uns stattfindet, sondern an verschiedenen Häusern des Pariser Platzes, wo wir uns mit Innovationen auf dem Kunstmarkt beschäftigen, wo wir auch über Crossover im Kunstmarkt nachdenken, denn das ist der zweite Aspekt, den du erwähnt hast, den ich spannend finde oder den ich herausgehört habe an dem, was du gesagt hast. Ich glaube, wir werden dieses Bürgertum, dieses jüdisch-deutsche Bürgertum nicht mehr erleben, leider. Das ist einfach zerstört worden. Aber es gibt ja trotzdem eine Entwicklung. Wir mussten diese Zeit verstreichen lassen seit dem Fall der Mauer, aber wir können inzwischen doch sagen, es entwickeln sich ja auch neue Dinge in der Stadt. Die Stadt entwickelt sich ja an manchen Stellen auch gut und dazu gehört ganz sicher auch der Bereich der New Economy. Der ist ganz klar für den Kunstmarkt noch überhaupt nicht erschlossen, aber das ist eine spannende Herausforderung, wie man damit, das ist eine der Herausforderungen, die ich sehe, wie man mit dieser sozusagen diesem Bereich, der dann neu in der Stadt entsteht, umgeht und wie man die auch interessieren kann. Als potenzielle Käuferschicht oder auch als potenzielles Geschäftsmodell? Beides. Beides. Also wenn ich da noch ganz kurz, was eben auch an eurer Stiftung gut und wichtig ist, ist auch dieser Standort. Also denn damals war ja auch Max Liebermann, das war damals mindestens so bedeutend, dass er dieses Haus dort neben dem Brandenburger Tor haben konnte. Dass die Bedeutung von ihm, also es gibt ja auch von Adolf von Menzel, ja, der auch ihn häufig gezeigt hat, ja, also es gibt unglaubliche, eine Symbolkraft, eine Symbolwirkung hat das gehabt. Ja. Und dass man der Kunst insgesamt nochmal diese Symbolkraft zurückgibt, die sie damals tatsächlich gehabt hat. Ja. Also Kunst war damals nicht nur ein dekoratives Objekt, sondern es war ein wirkliches Machtpotenzial, was natürlich auch sehr mit dem Kaiser zusammenhing, also die Adelgeschichte damals war natürlich mit Kunst und Macht und verbunden, aber das, was heute fehlt, ne? Angela Merkel interessiert sich so in dem Sinne natürlich nicht für Kunst, ja. Und Kultur in dem Sinne. Wenn der Sohn ihres Mannes eine Ausstellung eröffnet, kommt sie schon. Ja, aber es ist, die Wirkung kann man nicht vergleichen mit dem, was damals um 1900 gewesen ist. Und wenn man da einzelnen Personen wieder die Gewichtigkeit zurückgibt, wie eben jetzt Max Liebermann damals, ich spreche immer sehr gerne von Olafur Eliasson hier, als ein gutes Beispiel von einem Beispiel. Künstler, von einem relativ jungen Künstler, er ist seinen 40ern, der hier in Pfefferberg ein großes Atelier eröffnet hat schon vor einiger Zeit und aus diesem Laboratorium heraus eben zum Beispiel auch als Professor an der Universität tätig gewesen ist, hat über 5 Jahre lang ein Projekt mit Studenten geleitet, der eben auch so eine Art Brennpunkt mit vielen Vorträgen, mit vielen Führungen und eben auch als Gestalt, als symbolträchtige Gestalt funktioniert. Aber ist das dann nicht auch ein Argument tatsächlich auch für eine breitere Öffnung in, jetzt sage ich mal, außerhalb dessen, was wir als Kunstbetrieb, also außerhalb der üblichen Besuche von Kuratoren, Direktoren, Sammlern, sondern
tatsächlich vielleicht auch dann nicht nur die Museen, sondern auch die Galerien sich mehr in diesem Bereich von auch programmatischem, wie nennt man das auf Deutsch, unterrichten. Wenn es wieder erstaunlich ist, dass es hier keine deutsche Galerie ist. Ja, Blaine Southern ist neben Paris Project eine der wenigen ausländischen Galerien, die in Berlin ein Standbein hat. Auch das ist ungewöhnlich. Wenn Sie nach London gehen oder nach New York, haben Sie dort Hauser und Wirth, Sie haben David Zwirner, Sie haben Gagosian, der mittlerweile 14 Standorte weltweit hat. Sogar Athen ist mit dabei, was ja eher durch seine Krisen bekannt geworden ist. Ja. Er ist nicht in Berlin vertreten. Also hier fehlen auch die großen ausländischen Galerien. Ja. Aber was wäre der Anreiz für diese hier zu sein? Künstler? Ja, ich meine, warum ist Gagosian in Athen? Ja, eben. Ich glaube, man muss davon wegkommen zu denken, dass ein Standort nur dann attraktiv ist, wenn es sehr viele Sammler dort gibt. Mhm. Das ist nicht der einzige Faktor. Es ist natürlich ein wesentlicher Faktor, weil Galerien mit Sammlern Geld verdienen, aber es kann auch andere Gründe dafür geben, sich für einen bestimmten Standort zu entscheiden, besonders wenn man mehrere Standorte hat. Natürlich wird viel darüber gesprochen, dass Berlin Deutschland als Wirtschaftsstandort auch Nachteile hat für Galerien. Das ist auch ohne Frage so. Aber es gibt eben auch Vorteile. Und das ist das, was ich eigentlich herausstellen möchte, auch mit diesem Forum, von dem ich eben sprach. Ich kann das mal an einem Beispiel beleuchten, denn tatsächlich war das eigentlich die sozusagen sehr situative Erkenntnis, die mich bewogen hat, zusammen mit Sebastian Flum im Übrigen über diese Forumsidee nachzudenken, dem ehemaligen persönlichen Referenten von André Schmitz. Bei mir war es ein Beratungsmandat vor anderthalb Jahren. Das kam durch, ich hole jetzt ein bisschen aus, weil ich glaube, es ist sehr wichtig für das Verständnis der Situation. Klaus Siebenhaar hat einen Studiengang an der Freien Universität ins Leben gerufen, der unter anderem, also das Kulturmanagement, und unter anderem hat er einen eigenen sehr starken Zweig in Kooperation mit China. Und deswegen reist er immer sehr viel dorthin und kommt dann mit Kulturmanagern aus China nach Deutschland. Und die haben mich immer regelmäßig besucht in der Stiftung und in der Kanzlei. Wir waren so im Gespräch. Und eine der Damen, die dort teilgenommen hat, Shirley Sanderson, war einige Zeit in einer Stiftung von Schauspielern in China tätig und hat sich dann als Leiterin des Ateliers von Zheng Fanzhou verpflichtet. Und Zheng Fanzhou hat eigentlich überhaupt keine Beziehung zu Deutschland, überhaupt nicht. Aber aufgrund dieses Kontaktes kam dann die Idee auf, dass er sagte, ich möchte eigentlich gerne so wie Pollock oder Picasso diesen Prozess des Schaffens, die Schöpfung, filmisch festhalten. Ich möchte ein Projekt machen, in dem ich über 100 Stunden mich dabei filmen lasse, wie ich ein Bild male, mit meinen Assistenten zusammen. Und weil es diesen Kontakt von Shirley Sanderson nach Berlin gab, kamen die Gespräche zustande und hier kam eine Produktion von über 2 Millionen Euro in die Stadt, die jetzt über Gagosian vertrieben wird und die jetzt gerade just im Moment in Hongkong auf der Art Basel präsentiert wird im Filmprogramm. Es wurde von Herrn Stölzel, ich bringe die beiden Namen immer, Christoph ist der Vater und der Sohn, der Regisseur ist, Sie wissen aber, wen ich meine, der Sohn Stölzel, der hat Regie geführt. Wir hatten eine deutsche Produktionsfirma, eine deutsche Rechtsanwaltskanzlei, die das alles begleitet hat und die waren begeistert, weil wir sehr zuverlässig waren, weil wir im Vergleich zu London oder New York extrem preiswert waren, weil das alles so professionell war. Ja, und das hat mir wirklich zu denken gegeben, dass ich sagte, Kinder, wir spielen weit unter unserem Potenzial, wenn wir diese Sachen nicht weiter antreiben. Wir müssen viel mehr uns vernetzen mit dem internationalen Umfeld. Wir müssen viel mehr Leute einladen, in diese Stadt zu kommen. Wir müssen ihnen die Stadt zeigen. Wir müssen ihnen zeigen, was es hier für Potenzial gibt. Nicht nur für Künstler, sondern eben auch für Produktionen, für wirtschaftsgetriebene Dinge, die mit dem Kunstmarkt zusammenhängen. Und das ist für mich eben der Punkt, an dem ich mit diesem Forum ansetze. Aber da haben wir ein Problem, glaube ich, insgesamt in Deutschland. Ja, aber das hilft uns nicht weiter. Ja, aber ich meine trotzdem, dass das in London ist die Atmosphäre komplett anders. Sie wissen das aus Ihrem, aus Ihrem Bereich auch, ja. Dort ist es nicht peinlich, wenn man mit einem Rolls-Royce vorgefahren wird. Als hier Damien Hirst sich mit einem Rolls-Royce hat vorfahren lassen, haben alle darüber gesprochen, er hat es gemacht. Ja. Also hier ist man immer noch, man ist zurückhaltend, man möchte nicht das zeigen, was man hat. Also wenn man wieder meine wunderbaren Zahlen hinzufügt, ja, ist es so, dass weltweit in Deutschland über 1,5 Millionen Millionäre leben.
Das sind diejenigen, die ja ihre Steuern zahlen. Wir sprechen gar nicht von den Ganzen, die im Ausland ansässig sind. Das heißt, wir sind auf Platz 5 weltweit der reichsten Bevölkerung. Und trotzdem haben wir hier einen Kunstmarkt, der nur 2% des gesamten globalen Kunstmarktes ausmacht. Im Vergleich zu den UK, wo 21% des Weltmarktes geschieht, aber auch nur 2,2 Millionen Millionäre sind. Also das Verhältnis. Viel davon aber auch über die Auktionshäuser, wo dann wiederum gekauft wird von ausländischem Kapital. Absolut. Ja, aber warum? Warum gehen Deutsche nach London, um dort eben zu kaufen? Warum sind sie dort und nicht hier in Berlin? Ja? Da kann vielleicht Joelle durchaus, da wird ihr ja auch drüber nachdenken. Ja, über solche Sachen. Also wir empfehlen natürlich den Deutschen in London oder New York zu verkaufen, weil dort da werden bessere für gewisse Arbeiten bessere Preise erzielt. Und weil auch natürlich in London und New York ein größeres Augenmerk auf die Auktionen geworfen wird, ein globaleres Augenmerk. Also ganz klar. Ganz klar. Ja, warum es nicht ändern, in Deutschland, warum es nicht in Deutschland ist, ich kann mir vorstellen, warum ist es nicht in Deutschland? Ich meine, demnächst wird noch weniger in Deutschland sein. Und mit der Einführung des Kulturgutschutzgesetzes, aber warum ist es nicht in Deutschland? Wir haben natürlich auch, ich meine, zwar sind wir eine multikulturelle, wenn wir jetzt Berlin betrachten, es ist eine multikulturelle Bevölkerung, aber wer findet sich in London ein? Wenn man da durch die Straßen läuft, dann sieht man viele Araber, die da leben, Wohlhabende. Also verschiedene Nationen aus der ganzen Welt leben sehr, sehr wohlhabende Menschen, die finden sich dort ein und nicht bei uns. Das hat sicher auch was mit den Steuern zu tun. Ich glaube, es hat aber auch mit so einer Art von spezieller Willkommenskultur zu tun. Genau, also mit einer Willkommenskultur, Aber ich meine, dass ich bin vielleicht da auch von Berufs wegen optimistisch, weil mein Geschäft ja überwiegend in Deutschland stattfindet. Ne? Wir sind ja nur nicht in der Lage, in Großbritannien oder Amerika genauso rechtlich zu beraten wie hier. Aber ich meine, dass sich das tatsächlich auch etwas verändert. Es verändert sich wie alles in Deutschland relativ langsam und in Berlin, aber es verändert sich. Also ich glaube, die Bereitschaft sozusagen auch Reichtum zuzulassen in der Stadt, die hat zugenommen. Auch sichtbaren Reichtum zuzulassen. Und ich halte das für unabdingbar. Ich bin da völlig bei dir, Harriet. Ich glaube, du kannst keine lebendige, der Begriff ist jetzt immer schwierig, Kunstwelt, ich sag mal Kunstwelt haben, ohne dass es da auch Reichtum gibt, an den Rändern zumindest. Ja? Das ist auch nichts per se Verwerfliches. Und war auch immer schon so. Früher waren das halt eben die... Das war zu Liebermanns Zeiten. Liebermann war einer der wohlhabendsten Bürger dieser Stadt. Genau. Ja? Der hatte reich geerbt. Der brauchte gar nicht zu arbeiten. Deswegen war auch sein Haus ganz nah am Brandenburger Tor. Also, genau. Das hat er übrigens auch Das hat er auch daran, dass er den Wohlstand selbst erarbeitet hätte als Maler. Er war, glaube ich, auch als Maler ganz erfolgreich, aber das brauchte er nicht. Das braucht er nicht, das war schon geerbt. Aber diese Sachen bedingen sich natürlich auch gegenseitig. Also zum Beispiel London hat all diese Vorteile, aber es ist zum Beispiel in London mittlerweile quasi, also es ist noch möglich, das zeigen die Künstler, die da leben, aber es ist eigentlich unmöglich zu leben und zu arbeiten in London. Genau. Und das ist natürlich ein Vorteil, den Berlin hat und den du ja vorher auch schon erwähnt hast, der hier mitklingt, aus dem nur über all die Jahre, das ist ja schon seit 10 Jahren so, dass man das Gefühl hat, also so, wenn wir bei der Zeitschrift gucken, über wen schreiben wir und sagen, wir können jetzt nicht schon wieder über, sie leben aber nun mal fast alle in Berlin. Mhm. Also das machen wir da nicht genug draus. Und das ist schon spannend, also das hatten Sie ja auch gesagt, also dass das Potenzial in Berlin auf jeden Fall auch bei den Künstlern liegt und worauf du auch hinauslaufen wolltest, glaube ich, mit deiner Aussage, dass hier eine Riesenproduktion, Filmproduktion oder Dokumentarfilmproduktion stattgefunden hat. Ich meine, wir dürfen gar nicht vergessen, wie viele Kunstproduktionsstätten gibt es hier in Berlin eigentlich. Internationale Künstler lassen hier die Kunst produzieren. Von wirklich spezialisierten Unternehmen. Das ist ein Riesenmarkt. Das ist ein großer Markt. Ein ganz, ganz großer Markt und ein Riesenpotenzial für Berlin. Und deswegen entwickeln sich ja weitere Märkte. Das Thema Tagging ist momentan ein Thema, was sehr viel diskutiert wird. Man kann da kritisieren. Man kann natürlich sagen, das ist unsinnig. Aber wenn der Markt sich durchsetzt, dann ist es erstmal nicht schlecht, darüber nachzudenken, wie man einen solchen Markt nach Berlin bringen kann. Ja, das ist nur ein Beispiel. Mhm. Überhaupt internetbasierte Dienstleistungen, Internet of Things. Einfach darüber nachdenken, welche Crossovers gibt es zwischen den verschiedenen Branchen, die hier in Berlin ansässig sind und wie kann man weiteres Geschäft nach Berlin bringen? Ein weiteres Beispiel ist die Agentur, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen der jungen Dame, die Vermittlerin für den Stellenmarkt, internationale Vermittlerin. Lang Joosten. Genau.
Langhusten. Ja, genau. Und das ist doch, das ist genauso ein Beispiel, finde ich. Sie nutzt die Standortvorteile, die Berlin hat, relativ preiswerte Mieten, auch gewerbliche Mieten und relativ preiswertes Personal, das darf man ja so sagen, als im Vergleich zum internationalen Vergleich kriegt man in Berlin sehr qualifizierte Menschen zu einem vernünftigen Preis als im Lohn und Brot. Und auf der anderen Seite macht sie internationales Geschäft. Ja. Warum kann man das nicht als Modell weiterdenken? Es gibt ein paar von diesen Modellen. Es gibt auch Kunstproduktionen, also Viola Eckmeier, die irgendwie viel für, die dürfen natürlich meistens dann nicht drüber sprechen, für wen sie alles produzieren, aber das ist ja durchaus internationaler Maßstab. Gibt's viele Firmen. Aber wenn man zum Beispiel Jeff Koons nimmt, ja, der ist komplett in der Nähe von Dresden, glaube ich, oder Leipzig, Thüringen, ne? Der eben komplett alle seine Stahlskulpturen hier gießen lässt, ja, und das schon seit 1996. Und davor hat er in Bayern seine Holzskulpturen anfertigen lassen. Also er war eben schon immer in Deutschland. Das steht dann immer so in Texten mal so, ne, und das wird gar nicht erwähnt eigentlich. Und dann wird als hier die große Mythos-Ausstellung war von Peter Klaus Schuster, über die Jeff Koons-Ausstellung hat man dann natürlich über ihn gesprochen, aber dass es sein Homeplay ist, hier zu sein, ja, auch mit Max Hetzler als Galerist, das wurde überhaupt nicht betont. Da habe ich auch gedacht, das müssen wir nochmal sagen. Aber das ist natürlich auch wieder eine Vermarktungssache von der Stadt, von den, wer auch immer dafür zuständig ist. Ja. Also genau, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum sich die Gießerei Noack irgendwie diese riesigen neuen Räume gönnen konnten. Mhm. Das heißt einfach, dass das Geschäft da, und das ist sicherlich auch ein internationales und nicht nur für Künstler hier. Das ist ein internationales. Naja, und das ist natürlich immer schon. Also ja. Ist natürlich, das ist jemand, der diese Zeitlinie fortgesetzt hat. Oder? Kolbe gegossen, hat Sintenis gegossen, hat Henry Moore. Henry Moore, ja. Und hat, alle Zeitgen, also Mese natürlich. Mese. Ja, das ist natürlich sozusagen die Gießereien, Gipsformerei auch, hat auch viel für Jeff Koons gearbeitet. Das ist natürlich diese, wobei man sagen muss, Rodier in Paris ist natürlich dann doch immer noch mal größer. Und dann ist bei Noack natürlich die Verbindung zum Handel ja auch da. Also Noack hat immer schon in der Werkstattgalerie gehandelt, denn das ist natürlich immer auch so eine... Also ein Bezugspunkt, und ich hatte jetzt nur gesehen im Zusammenhang mit dem letzten, ich glaube im Gallery Weekend, wo dann Noack irgendwie auch nochmal eine Führung angeboten hat für Sammler, weil natürlich, und das weiß ich auch von den, also sozusagen die zu uns ins Museum kommen, es gibt natürlich speziell auch bei den Skulptursammlern dieses Interesse einfach am Material, und dieser Bronzeguss ist so spektakulär, dass es natürlich auch etwas, sozusagen diese materielle Seite, und es hat auch was, glaube ich, mit der Digitalisierung unserer Welt zu tun, dass überhaupt Kunst, und ich glaube, dass ich weiß nicht, ob Sie das so auch unterschreiben können von Ihren Sammlern, dass natürlich dieser Aspekt des Sammelns eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Ganz wichtig. Ja, das, und speziell bei den Skulpturensammlern natürlich, weil man die Dinge noch mehr anfasst als ein Bild. Und du hast auch gerade jetzt nochmal das Gallery Weekend erwähnt. Das ist natürlich sicherlich eine der Erfindungen von Berlin, die sich international als Exportschlager herausgibt. Es gibt kaum eine Stadt, wo es kein Gallery Weekend nicht an einem der Wochenende, die jetzt folgen werden, stattfindet. Aber das Interessante ist ja, dass das Gallery Weekend gerade für Berlin besonders gut funktioniert, weil das natürlich die Vorteile von Berlin ideal ausspielt. Ganz genau. Na, das ist ein genialer Kniff, nicht auf eine Messe zu gehen, wo du enge Kurien hast und das nicht ausspielen, die schönen Räume nicht präsentieren kannst, die die Galerien hier in der Stadt haben können. Und deswegen ist das, glaube ich, also das ist... Nein, nicht umsonst gibt es das Gallery Weekend auch noch und das Art Forum nicht mehr. Also weil es als Prinzip auch funktioniert hat. Ja. Möchtest du da mehr zu sagen? Nein, ich sage dazu überhaupt nichts. Ich verbrenne mir hier nicht die Finger. Aber liegt sowas im Raum? Gibt es Gruppen in dieser Stadt, die darüber nachdenken, was könnte sozusagen die nächste Erfindung wie das Gallery Weekend sein, was diesen Kunstmarkt in irgendeiner Form tatsächlich international befördert, was auch Stärken rausstreicht, von denen wir jetzt ja alle sprechen, wo es aber auch teilweise scheint, wir verkaufen uns unter Wert oder wir, obwohl alle, die hier sitzen, dauernd auf Reisen sind, sicherlich auch unterwegs sind, sicherlich auch immer für Berlin aufstehen und sagen, Berlin ist toll. Was ist zu tun? Also ich hatte ja, ich mache vielleicht den Aufschlag, weil ich hatte es eben schon mal erwähnt, also wir machen ich würde jetzt nicht sagen, dass das Allheilmittel ist, das will ich gleich vorwegschicken, aber wir haben uns genau diese Gedanken ja gemacht und haben aus dieser Konsequenz, und wenn ich wir sage, sage ich nochmal, das sind Sebastian Flum und ich im Wesentlichen, gesagt, es muss eigentlich anstelle dieser üblichen Ideen eine Messe zu machen,
vielleicht mal in eine andere Richtung gedacht werden und geschaut werden, dass man so etwas, und jetzt kommt ein sehr plakatives Schlagwort, wie ein Davos der Kunstwelt schafft. Ein Summit, wo sich, eine Art Forum, wo sich Menschen, die mit Kunst professionell zu tun haben, aus unterschiedlichsten Blickwinkeln mit Kunst professionell zu tun haben, zusammenfinden, regelmäßig, einmal im Jahr, um nach Berlin zu kommen und dort Themen zu diskutieren, die Sie gerade interessieren, insbesondere unter dem Schwerpunkt Innovation. Wie entwickelt sich eigentlich der Markt? Wie entwickelt sich das Prozedere, alle die Instrumente, die da drum herum liegen? Und das war der Ausgangspunkt für unsere Überlegung, ein Forum am Pariser Platz zu machen. Und wir sind jetzt dabei, vorbehaltlich, dass wir genug Sponsoren finden. Unser Sponsoring-Konzept arbeiten wir gerade aus. Sind wir dabei, das im Mai 2017 dann stattfinden zu lassen. Zusagen an den Orten haben wir bereits. Das heißt also, es kann stattfinden, es ist auch schon gebucht. Es sollte dann nämlich die anderthalb Tage vor dem Gallery Weekend stattfinden, damit wir den sowieso Verkehr dann auch mitnehmen können, um wirklich eine internationale Aufladung zu erreichen. Das wäre der wesentliche Punkt an dem Erfolgsrezept. Es muss international sein und es muss hochkarätig sein. Und die Hoffnung ist natürlich, und das ist sozusagen das, was wir dann beweisen müssen, was sich selber beweisen muss, dass dadurch, dass man Menschen nach Berlin führt und ihnen ein interessantes Side-Programm, also ein Nebenprogramm bietet, wo sie auch hingehen können, dass man Menschen begeistert, die vielleicht so noch nicht auf diese Stadt unter diesem Gesichtspunkt geschaut haben. Und der zweite Punkt, das hatte ich eben schon als Schlagwort, auch in Anglizismus erwähnt, Crossover. Das heißt, es geht auch darum, Gedanken aus anderen Branchen in die Kunstbranche reinzutragen bei dieser Konferenz. Und wir sind ganz sicher, das will ich jetzt zum Abschluss sagen, auch nicht die Einzigen, die über sowas nachdenken. Es gibt da verschiedene Konzepte, ganz klar. Also da wollte ich noch mal fragen. Ich meine, es gibt ja schon von der FAZ Konferenzen, die im November jedes Jahr stattfinden und die eine, und da musst du mich vielleicht korrigieren, vielleicht einen ähnlichen Impetus hatten am Anfang. Die letzte hat Digitalisierung zum Thema genommen. Der hatte Digitalisierung zum Thema, genau. Also inhaltlich ist da bestimmt was dran. Ich habe den Eindruck, ich muss da sehr vorsichtig sein, weil ich will da überhaupt nichts über diese Konferenz sagen. Die ist, glaube ich, sehr, sehr hochwertig und gut. Wir möchten gerne sehr international aufgestellt sein. Internationalität ist eigentlich das wesentliche Kriterium. Ja, wir müssen es schaffen, und das ist, das sage ich ganz bewusst, das ist natürlich auch ein Wagnis, aber wir müssen es schaffen, nicht nur auf dem Panel international zu sein, sondern wirklich internationales Publikum in die Stadt zu bekommen, also hochkarätige Player aus dem Kunstmarkt. Dann haben wir das geschafft, und die Themen sind dann eigentlich mehr oder weniger Träger. Es geht ja eher ums Networking und darum, Menschen in die Stadt zu bringen, die so noch nicht auf Berlin geschaut haben. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Ich hatte da Ihnen nicht auch nachgefragt gehabt, dass es ja die Art-Fee gibt, die Art and Finance gab es ja. Nur war da eben, das war ja auch sehr, sehr international, nur war da ja ein bisschen mehr der Schwerpunkt auf die Finanzen. Und das, also Pascal, dass das eben wie so eine Art Art-Fee nur viel, viel breiter sein sollte. Ja. Das stimmt. Ja. Aber was ich halt, weil Sie meinen, was könnte man tun? Ich meine, ich bin ja nur ein einzelner kleiner Mensch, ja, aber ich unterrichte eben so viel, wie es geht an den Universitäten und werde da auch von verschiedensten Stellen immer wieder gebucht. Also es sind ja nicht nur die Kunsthistoriker, die bei mir nachfragen, sondern die Wirtschaftswissenschaftler auch, ja. Christie ist auch einer meiner Kunden, also bist du nicht, ja. Und dass man da eben sagt, ich bin in Berlin, ich bin hier lokalisiert und es ist ein großer Bedarf da. Also wenn es nach den jungen Studenten ginge, könnte ich jeden Tag unterrichten. Ja? Also das ist schon so, dass es einfach keine Institution gibt, keine Universität hier in Deutschland, die auf einem vernünftigen Niveau die Geschichte und also wirklich anfangend bei der Antike bis zur heutigen Zeit und die Bedeutung des Kunstmarktes auf die Kunst unterrichtet. Das gibt es nicht. Ja? Und es gibt ein Forum an der Technischen Universität, Forum Kunst und Markt, um Benedikt Savoy herum, die eben auch schon seit 4 Jahren immer wieder punktuell versucht, eben die Kräfte zu bündeln. Aber es sind zu wenig und es ist einfach schlicht wie gesagt auch zu wenig Interesse da, um zu sagen, wir machen jetzt hier in Berlin zum einen mal wirklich einen Lehrstuhl auf, ja, für Kunstmarkt, oder zum zweiten, wir machen mal ein kleines Konkurrenzprodukt zum ZADIK. Also ZADIK ganz kurz nur zur Information. ZADIK ist das Zentralarchiv des deutschen Kunsthandels, das in Köln lokalisiert ist, wo eben relativ viele Kunstmarkt
Kunsthändler ihre Archive hingegeben haben, zum Beispiel Kaspar König auch als einer der letzten Hinzukommnisse, die aber auch nicht dem Getty Research Center Konkurrenz bieten können. Also im Getty gibt es zum Beispiel den großen Alfred-Schmeler-Nachlass, der wurde gekauft. Ja. Da fehlt also auch das Kapital. Also wenn Sie was über Schmeler lesen wollen, müssen Sie eben nach Los Angeles fliegen. Paul Menz auch. Paul Menz auch, genau, Paul Menz auch. Ja. Ich, das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Ja. Warum kann man nicht hier in Berlin so ein Kapital freimachen? Ne? Ich sage immer gerne, es ist ja Kapital vorhanden. Wie wir ja wissen, hat Monika Grütters 200 Millionen Euro für den Neubau des Museums bereitgestellt. Warum kann man da nicht 50 Millionen für ein Museum geben und 150 Millionen für andere Investitionen hier? Dass man eben auch einem kleineren Museum mal 2, 3 Millionen gibt und dass man mal sagt, wir machen jetzt wirklich hier ein Konkurrenzprodukt. Ja, ja. Ja, wäre doch mal gar nicht schlecht. Und sagt dann, wir gründen jetzt in Berlin ein ZADIG. Wir statten es auch mit Ankaufsetats aus. Und kaufen jetzt mal. Ich kenne von einigen, da ich ja Interviews auch mit Kunsthändlern führe, ich kenne von vielen Kunsthändlern, die ihre Archive noch nicht übergeben haben. Ich weiß, dass die alle in den 70er Jahren sind, 70 bis 90 Jahre. Wie Sie wissen, Rudolf Zwirner lebt in Berlin, ja. Wie Sie wissen, René Block lebt in Berlin, ja. Dass die alle ihre Archive noch nicht übergeben haben. Und wenn man da sagt, wir sind hier in Berlin, wir machen hier ein wissenschaftliches Zentrum, eben à la ZADIG, ja, und da drumherum bauen wir was, ja, dann hätte das eine unglaubliche Ausstrahlung. Denn warum fährt jeder nach Los Angeles? Es ist doch nur wegen Getty. Ja? Also nicht, ja, nicht nur, aber ich meine jetzt vom Kunstmarkt nicht her, dass man nur sagt, ja, nicht mehr nur. Ja. So, und da könnte man sehr wohl hier etwas tun. Nee, und glaube ich, um das noch zu ergänzen, was du am Anfang sagst, also das Interesse dafür ist ja da und zum Beispiel an den Universitäten, bei den Studenten ist es da, also das, was man auch sieht an vielen Stellen, was, wer sozusagen nicht auf einer Professur sitzt, wer aber dann an Leute einlädt in Lehraufträgen und da sehe ich ja auch die Leute um mich rum, wo überall in Basel, in Zürich, in Warschau kommen auf einmal und sagen, wir wollen praxisnah über den Kunstmarkt was hören. Das ist wirklich wahr, ich kann das nur bestätigen. Ich habe einen Lehrauftrag an der Universität der Künste und ich habe auch immer mal wieder Einladungen zu Künstlerstammtischen oder solchen Sachen. Die jüngeren Generationen von Künstlern, die sind sich sehr bewusst über die Marktmechanismen und die wollen auch gerne berechenbare und verlässliche Marktmechanismen. Und das finde ich natürlich als Anwalt ausgesprochen sinnvoll und stärke ihnen da auch den Rücken, denn dieses, sagen wir mal, Handshake-Geschäft hat irgendwie auch... Da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, die Zunahme der Professionalisierung mit der Zunahme eines Kunstmarktes. Genau. Und das ist wichtig, dass man diese Kriterien sieht. Ich glaube, hier waren aber ich denke auch, wir würden vielleicht an dem Moment mal die Diskussion... Weil wir jetzt auch schon... Ich wollte noch eine Sache sagen, was ich finde, ist jetzt ein bisschen kurz gekommen. Wir haben auch bewusst keinen Künstler eingeladen hier für die Diskussionsrunde, aber ich glaube, die Stadt Berlin müsste anfangen, Sachen zu machen, dass irgendwie die Künstler auch eben nachhaltig hier interessiert sind, irgendwie Ateliers irgendwie zu gründen. Es gab die Überlegung von Anselm Kiefer zum Beispiel, um nur einen zu nennen, der wollte hier in Berlin ein Atelier aufmachen. Der hat sich mehrere Objekte angeschaut. Es wird wirklich auch nichts getan von der Stadt in dem Sinn. Man kann sich ja gucken, wo überall hier investiert wird und was die Leute für Sachen, was gefördert wird. Aber es werden die Ateliers nicht gefördert. Die Künstler müssen irgendwie ans Ende der Stadt. Und ich denke, hier müsste man ansetzen, weil dann kämen die internationalen Galerien, wenn sich hier Anselm Kiefer ansetzt, um auch eben sozusagen das zu kontrollieren. Ne? Aber es versümpft ja auch ein bisschen. Also das mit dem weil Geld, letztlich Kunstmarkt ohne Künstler ist dann auch kein Kunstmarkt. Ne? Ja, so. Wobei man das wahrscheinlich das ergänzen muss, es gab ja eine Atelierförderung, die wurde nur sukzessive immer kleiner gemacht. Genau. Also es ist ja nicht so, dann noch nicht mal so, dass wir was, dass du da jetzt was fordern würdest, was es als solches nicht gegeben hätte, sondern eigentlich die Kürzungen sind anzuprangern. Es gibt doch den einzigen Atelierbeauftragten überhaupt in Deutschland. Ja, das ist der heißt Florian Schmidt. Und das ist der einzige, der eben, der zahlt, glaube ich, also die können, ich glaube, die zahlen die Differenz, ne, von den hohen Mieten und ja, sie sind auch sehr erfolgreich gewesen, also viele von den alten BEWAG-Gebäuden zum Beispiel, von diesen großen alten Umspannwerken sind mittlerweile Künstlerateliers und das lief über die Berliner Atelierförderung. Ich glaube, 2000 Ateliers hat er. Aber es wird eben, es werden keine neuen mehr dazu genommen und es werden die alten, wenn welche verschwinden, werden nicht ersetzt. Aha, okay. Und damit hast du eine grundsätzliche Schrumpfung, weil was in Berlin passiert im Moment im Immobilienmarkt, wissen wir alle. Und damit ist einfach das Programm, was als solches da ist und gut ist,
Also auch diese Chance, dass man zum Beispiel, letztes Jahr habe ich ja relativ viel in Schöneweide gemacht mit Künstlercoaching, zum Beispiel das Funkhaus Berlin. Ja. Da stand dann ein wunderbares Gebäude mit über 150 Ateliers innen drin. Was ist passiert? Es wurde dann doch an einen Investor verkauft. Mhm. Die Künstler, die teilweise eben nur 80, 90 Euro an Miete gezahlt haben, zwar nur für 6-7 Quadratmeter, aber egal wen. Es war ein Ort, wo man von als ausländischer Künstler wirklich günstig arbeiten konnte. Ja. Das wurde nun verkauft vor gut einem Jahr. Wir werden sehen, was passiert, wie viele der Ateliers dann noch weiter existieren können. Und da ist eben genauso, wie gesagt haben, kein Ersatz denen angeboten worden, obwohl massenhaft Fabrikhallen gerade in Schöneweide leer stehen. Ja? Aber das fehlt halt, ja. Also ich hatte das bewusst nicht angesprochen. Das Thema ist ganz bestimmt wichtig und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch politisch was zu machen. Aber wir haben ja keinen einzigen Politiker hier auf dem Podium. Und deswegen ist es relativ, aus meiner Sicht ist es nicht so wichtig, dass... Man kann das ansprechen, damit man gesagt hat, das ist wichtig, aber wir können ja damit gar nichts erreichen. Mir ging es heute Abend eher darum, darüber nachzudenken, was wir tun können, um in dieser Stadt das Geschäft mit der Kunst, den Kunstmarkt voranzutreiben. Und ich glaube, da geht es eher um private Initiativen als um das, was wir vom Staat fordern. Also das kann man auch machen, aber ich glaube, in Berlin ist auch immer dieser Impetus, und damit meine ich nicht die Künstler, aber viele in Berlin haben... Damit meine ich auch nicht Sie, aber mein reflexhaft, Sie müssen nach dem Staat rufen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das ist ja gerade das, was ich in dieser Stadt eigentlich nicht möchte. Ich finde, wir können einfach viel mehr Privatinitiativen gebrauchen. Das andere ist, glaube ich, gut. Ja, also das würde ich auch politisch unterstreichen, dass der Staat sich das leisten können muss. Künstler, die ja häufig am sozialen, äußersten sozialen Rand leben, zu stärken und die zu unterstützen und ihnen das Arbeiten zu ermöglichen. Das ist für die Künstler wichtig, das ist aber auch für die Gesellschaft wichtig. Nur da können wir momentan wenig dran machen. Ja, ich meine, wir werden natürlich immer gefragt, warum hier Berlin mit dem Standort? Ne? Wenn man sich die Räume hier anguckt, kann man sagen, das wäre in London nicht möglich, in Paris nicht möglich. Da sind dann diese vergleichbaren Galerien irgendwo am Stadtrand. Ne? Und was man halt schon sagen muss und was eben passiert, dass hier im inneren Kern, was natürlich auch wirklich zum Teil Objekte sind, die für Künstler irgendwie geradezu geeignet ist, da wird dann irgendwie sowas, Hamburger Bahnhof, eben sowas gebaut, wo mit den Künstlern geworben wird. Dann werden da irgendwelche Künstlerresidenzen kreiert, die mit dem Künstler nichts zu tun hat. Und dafür gibt es dann irgendwelche Förderungen, aber für tatsächlich irgendwie eine Ateliergemeinschaft in der Lehrter Straße da hinten reicht es dann nicht. Und das sind so Dinge, die man, glaube ich, wenn man von Kunstmarkt Berlin spricht, schon auch immer im Kopf haben muss. Weil die ganzen New Yorker, die jetzt hierher sind, die sind hier, weil sie das vermissen, was New York in den 80er Jahren war. Ne? Und ich finde schon, dass man aufpassen muss, dass das hier auch auf lange Sicht irgendwie nicht alles verloren geht. Das stimmt sicherlich, aber der Einwurf ist natürlich gerechtfertigt. Möglicherweise müssen wir alle, die Akteure in diesem Kunstmarkt oder in den angrenzenden Gebieten sind, darauf aufpassen und nicht warten, dass die Politik möglicherweise irgendwann diese Zusammenhänge ganz genau durchdringt und handelt. Mein Sohn ruft nach mir, wir müssen jetzt Schluss machen. Das ist jetzt das Schlusswort. Vielleicht noch ein abschließendes Statement von euch allen zusammen. Also du hast eigentlich schon gesagt, was du erwartest. Du sagst, wir müssen machen und wir müssen zusammen machen mit einer internationalen Gemeinschaft, in der wir uns eh bewegen. Und wir müssen zum Beispiel darüber nachdenken, wie wir sie nach Berlin kriegen und hier einmal im Jahr zum Nachdenken bewegen. Ich kann noch ein anderes Beispiel sagen, was nicht geklappt hat. Und da bin ich auch am Ende. Aber wo mir das auch aufgefallen ist, ist es gibt eine internationale Vereinigung der Biennalen. Da sind 160 Städte drin. Und die konstituierende Sitzung fand hier statt, im Haus der Kultur und der Welt. Und dann kam nach dem Kenntnisstand, den ich habe, ein Milliardär aus Gwangju, ich glaube, so heißt die Stadt, oder Gwangju, auch eine biennale Stadt in Korea, und hat $100.000 gegeben und hat gesagt, dafür möchte ich, dass der Sitz dieser Vereinigung dort ist. Ja? Ich meine, ich will ja niemanden zwingen, $100.000 zu geben, aber das ist wirklich eine ridikule Summe für das, was man an Networking in die Stadt reinbekommt. Und ich finde einfach, wir sollten in Berlin, also Internationalisierung halte ich für das ganz wesentliche Kriterium der nächsten Jahre. Das halte ich für ganz wichtig auf allen Ebenen, nicht nur Künstler eben. Daran anschließen könnt. Ja, ich kann mich Frau Häusler anschließen und mir die 2 Millionen wünschen von irgendjemand. Nee, aber zum Beispiel war ich erstaunt zu hören, eben das mit der Wiedereröffnung, mit der Kooperation mit dem Rodin-Museum, das ist ja letzten Endes auch eine Form von Internationalisierung auf dem
Das sind natürlich Internationalisierungen, die auf inhaltlicher Ebene funktionieren und da funktionieren sie hervorragend. Mhm. Und das muss man sagen, das ist etwas, was in der Kunstwelt, wir haben eine AG Bildhauermuseen in Deutschland, wir haben uns Woche über vergleichbare sozusagen Galerienverbände unterhalten und wo ich sagen muss, also so innerhalb der Museen ist die Solidarität sehr hoch, weil wir alle auf derselben Ebene, nämlich ohne Geld agieren. Und das macht natürlich auch sozusagen so ein inhaltliches Gefüge stark. Und dann gibt es natürlich die Konkurrenzsituation zwischen privaten Museen und öffentlichen Museen. Das Gefälle ist enorm. Wir hatten vorher auch darüber gesprochen, Sammlung Brandhorst in München mit 48 Millionen. 48 Millionen und gebaut, aber mit einem Ankaufsetat, glaube ich, von 2 Millionen pro Jahr. Und daneben und Pinakothek, die Pinakothek mit eben diesen 40.000 Euro, die hier auch zur Verfügung stehen, den staatlichen Museen. Und das sind natürlich Gefälle, mit denen wir umgehen müssen. Wir müssen auch damit sozusagen, Kolbe hat es vorgemacht, hat sein Erbe in eine Stiftung überführt, hat sozusagen ist auch als Person da zurückgetreten und hat es übergeben. Und das haben natürlich viele andere ihm nachgemacht. Und das ist etwas, was man sich natürlich sozusagen grundsätzlich wünscht, dass die Dinge in die Öffentlichkeit kommen und dann auch wieder der Öffentlichkeit zugeführt werden. Und das, also, und das muss ich auch sagen, das ist natürlich auch meine Begründung immer. Also sozusagen, wir dürfen Steuergelder, zwar in sehr kleinem Umfang, aber wir dürfen ausgeben. Aber die Verpflichtung ist ja immer auch, dass die Dinge eben wieder in die Öffentlichkeit kommen. Und das ist natürlich sozusagen die große Sorge, je privater der Kunstmarkt wird, und die Beobachtung haben wir ja alle auch gemacht, dass die Dinge eben dann auch verloren sind. Und das ist natürlich sozusagen die andere, die andere Ebene, an der wir Museen einfach auch weiterarbeiten müssen und auch weiter kämpfen müssen. Das wird so bleiben. Und ich glaube daran, dass die Institutionen und die Galerien und eigentlich alle Marktteilnehmer und auch in der Kunstwelt, alle Teilnehmenden der Kunstwelt einfach enger zusammenarbeiten sollten an neuen Konzepten. Das ist ein schönes Abschlusswort. Dann würde ich sagen, vielen Dank an die Beteiligten, vielen Dank an das Publikum. Schön, dass Sie gekommen sind und vielen Dank an die Galerie Blaine-Sassen. Und ich glaube, vorne gibt es jetzt noch ein Stück Wein und weitere Gespräche. Ja, herzlichen Glückwunsch zum 5. Geburtstag. Genau. Okay.